Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farm Together 2 und Epis und meine kleine Farm. Wobei, so klein ist sie jetzt mittlerweile nicht mehr. Sie hat doch schon eine ziemlich gute Größe. Also dafür, dass wir ja tatsächlich so nichts machen können außerhalb vom Let's Play und ich jetzt nur diese Woche mal hin und wieder was machen konnte. Also zweimal draufgegangen bin, mit anderen Worten. Dafür, finde ich, ist sie gar nicht so klein mehr und dafür ist da auch schon gut was draus geworden mittlerweile. Ja, heute, ja. Das wird jetzt mal leider keine Bau-Episode oder sowas. Ist dir übrigens aufgefallen, ich habe dir das gesagt, aber ich weiß nicht, ob du es realisiert hast. Wir haben den Apfelbaum auf 80, ne? Ich war gerade, was die Apfelbäume betrifft, sehr fleißig. Aber ja, das ist so fanatisch. Warum wolltest du denn unbedingt auf 80 haben? Ja, damit du das eine freischalten kannst, diesen einen Baum. Und ich weiß, wie beschissen das ist. Diesen, den Walnussbaum, habe ich dir eigentlich gesagt, dass ich den hier hingestellt hatte? Weil der war ja frei für uns. Der ist ja da mit dem Update dazugekommen. Und dann habe ich den draufgestellt, damit wir den dann auch direkt leveln können, wenn es dann soweit ist. Und ich hatte den schon ein bisschen nebenbei gelevelt. Der ist jetzt auf 20. Wir müssen nur, ich glaube, den Gewürznelkenbaum, ich glaube, den mussten wir leveln, damit wir diese Zimtbäume bekommen, oder? Hast du eigentlich mal in deinen ganzen Tipps und Guides auch mal das mit diesem Autoabfarmen erklärt, oder? Da gibt es noch einen Tipp. Also, wenn ich das endlich mal verstanden habe, dann würde ich davon eventuell noch ein Video machen mit dem Autoabfarmen. Da gibt es einen Tipp, wie man irgendwie, also Anna hat gesagt, in der Mitte muss man wohl dann zweimal drücken oder sowas und dann wirst du schneller bei diesem Automodus. Aber ich hab's nicht gecheckt. Ich hab's überhaupt nicht verstanden. In der Mitte? Meinst du jetzt die mittlere Maustaste? Nee, du, also so wie ich es verstanden habe, du fährst und dann irgendwie in der Mitte von der Strecke musst du zweimal ganz schnell drücken und dann wird der schneller. Keine Ahnung. Also, verstanden habe ich es nicht, weil es hat nie geklappt. So wie mir das erklärt wurde. Also du kennst den Trick auch nicht, nehme ich mal an, weil sonst würde ich so. Mir ging es eigentlich nur darum, dass das nochmal klar ist, dass man den auch machen kann, wenn da kleine Zäune sind, wo man normal drüber springen würde, dass der da anhält. Ne? Also das ist vielleicht nochmal ein Hinweis für alle, die das nutzen wollen, die vielleicht Angst hatten, das zu nutzen, dass dann sich über die Felder sonst drüber fahren. Sobald da ein Zaun ist, das mache ich ja auch regelmäßig, deshalb habe ich jetzt Zäune dahin gemacht. Oder irgendwie so, dass es eben nicht mehr passieren kann. Ne? Und dabei, also es ist mir halt, habe ich es gemerkt, dass er das da macht. Ne? Während wenn du ja so fährst, fährt er ja einfach über so einen Zaun drüber. Halt, ne? Über einen normal kleinen Zaun, nicht jetzt über diese ganz großen. Ne? Ich habe den jetzt gerade parallel zu dem, was der Epi sagt, drin. Und ihr seht, also hier an der Mauer stoppt der immer automatisch, an der Außenmauer. Mhm. Wenn ich den jetzt aber hier, ich mache das jetzt nur mal, um das zu zeigen, weil da unten ist gerade was frei. Wenn ich den jetzt hier einfach weiterlaufen lassen würde, wir haben jetzt keine Zäune hier, muss ich dazu sagen. Dann fährt er einfach über diese Straße drüber und macht das Gleiche, was er vorher auch schon gemacht hat. Zack, dann setzt er nämlich hier sowas hin. Das werde ich jetzt wegmachen, weil das ist ja jetzt nur mal eben zur Veranschauung gewesen. Ja, jetzt schreit der Epi gleich wieder auf. Aber das ist doch unser Geld, das kannst du doch nicht machen hier. Wir können den Knoblauch neu setzen, den Weißen. Irgendwo haben wir dann ein Feld. Oder hatten wir mal eins? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Guck mal, ob wir irgendwo ein Knoblauchfeld haben. Habe ich schon gesucht, aber ich finde nämlich. Doch da hinten, aber das ist kein Weißer. Aber hast du das mal mit den Kleinen ausprobiert? Ich glaube, da fährt er drüber, hast du gesagt, ne? Mhm. Die ganz Kleinen auch nicht? Diese Balken? Ach so. Überall, wo er. Ja, da, wo er sonst so springt, da fährt er nicht drüber. Ja, siehst du, dann hat das nämlich nur mit dem Springen zu tun. Und ich glaube, über die Kleinen springt der nicht drüber. Oh, er hat das Feld gefunden. Sehr schön. Ach, da hinten war das, ja, genau. Nein, nein, du kannst mir doch nicht einfach mal Benzin klauen. Ich bin hier mitten in am Machen oder am Tun. Ich muss mal ein paar von den Medaillen, glaube ich, hier aufs Feld draufsetzen, damit man das nicht immer so bewässern muss.
Nee, nur gerade am Gucken. Warte mal, hier war ich eigentlich, oder? Hier war ich gerade so. Und dann müsste ich da weitermachen, genau. Da hinten sieht das auch noch ziemlich gut. Wir müssen noch zwei nach unten auf die Karte, so wie es aussieht. Jetzt muss ich hier nur aufpassen, dass die hier nicht irgendwelchen Kokolores macht oder so. Ach so, warum mache ich das eigentlich, wenn ich sowieso sage... Also nur, dass du dich nicht wunderst, dass jetzt die Medaillen ein bisschen runtergehen hier. Auf jeden Fall beim Kohl mache ich das, weil der dauert halt so lange. Die anderen, das ist nicht unbedingt so wichtig, sage ich jetzt mal. Aber hier die zwei Streifen sollten wir auf jeden Fall noch Sprengler dran machen. Bei den Blumen müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt am besten machen. Wir haben ja noch eine Blumensorte, die wir noch nicht gesetzt haben, ne? Ja. Müssen wir auch nochmal irgendwo Platz für finden. So, dann lasse ich das jetzt erstmal so. Ach so, das hattest du ja hinter meinem Rücken schon aufgefüllt. Deswegen konnte ich ja das Bild nicht malen eben hier. Aber die kannst du schon wieder rausnehmen. Ach so, aber der ist noch nicht ganz fertig. Ich wollte gerade sagen, kann doch nicht sein, dass du gerade erst gemacht hast und der ist dann schon wieder... Warte mal, wir hatten die Kühe noch gar nicht gemacht, ne? War das levelabhängig? Nee, Belted Gallow und Eierscheier. Gucken wir mal hier. Ah, ich war immer ein Stückchen vor dir. können wir aber immer noch nicht machen. Belted Gallow. Das ist, glaube ich, die hier mit den, die hier direkt daneben war. Naja, da haben wir nicht so viel. Ah, nee, da haben wir auf der anderen Seite aber noch welche von. Ja. Wir müssten hier echt mal Tore reinmachen, dass wir hier nicht immer so drüber springen müssen. Da, sie ist 20! Sie ist 20! Setz die 9! Können wir die 9 machen? Ja. Also, ich nehme an, dass ich es kann. Warte mal. Das sind die hier, ne? Genau. Der Honig ist auch bereit. Dann haben wir jetzt hiernach nur noch eine Kuh, die wir hinstellen müssen. Das ist richtig, ne? Es sind 6 Stück auch. Also wir haben hier vorne 3, 4, 5. Ich glaube ja, ne? Ja. Da müssten wir auch mal so nach und nach hier überall Futtertröge hinmachen. Da haben wir... Das. Dann hat er auch noch einen Zaun rein. So, dann können die sich auch gegenseitig, können sie sich dann immer besuchen, wenn wir da Zäune haben. Geh mal weg, da Kuh. Los. Ach, jetzt hat der... Ne, hat nur den Zaun. Okay. So, hier können wir schon mal durch. Boah, Kühe, geht mir doch mal alle aus dem Weg hier. Ich muss hier mal eben was ändern. So. Das haben wir natürlich bei unserer Konstruktion nicht so richtig bedacht hier, ne? Muss man jetzt dazu sagen. Aha. Also der Epi hat es nicht bedacht, ne? Ich wasche meine Hände natürlich in Unschuld. Also ich habe immer alles vorher überlegt und vernünftig gestaltet und ne, alles. Ich habe die Kuh gerade aus Versehen runtergeschoben. Darauf farme ich jetzt erstmal die Bananen ab. Nein. Och, komm. So. Das ist das Tor, ja. Darauf farms. Ach so, die Bananenbäume hier. Also da müsste man jetzt, glaube ich, überall durchkommen. Bei den Schweinen hatten wir alle frei. Jetzt habe ich doch eben erst die Blumen noch mal kurz offline gemacht. Jetzt sind die schon wieder neu hier. Hast du es eigentlich gesehen? Ich habe hier überall Sprenkler reingemacht in der Mitte. Bei den Blumen. Ja, du hast hier alles verballert. Nee, das werde ich jetzt tun. Ja, anders geht's ja nicht.
das ist noch der Sprinkler. So. Achso, hier haben wir auch noch nichts drin, ne? Ja, ich meine, man muss ja ganz ehrlich sagen, da braucht man sich da auch nicht drum zu kümmern und dann kriegt man mehr Geld und so, ne? Wenn man halt die Sprengplatte hat. Eher fertig eigentlich alles, ne? Nee, bei den Blumen nicht. Also eher fertig sind die definitiv nicht. Hä? Ohne Bewässerung sind die nicht eher fertig? Nee, bei den Blumen, das ist so eine eigenständige Dings. Es muss alles bewässert werden hier hinten. Aber haben wir gerade zufällig die Zeit? Nee, haben wir natürlich nicht. Die habe ich schon reingemacht. Oh, hast du das eigentlich gemacht? Ja, natürlich ist er da hinten rumgefahren, hat dann nur den Knoblauch gemacht und das daneben, die weißen Auberginen, die auch gerade zufällig sind, die halt sehr selten sind leider, die hat er nicht gemacht. Dann müssen wir die nochmal eben machen. Weil wir haben die gerade mal auf Level 20, die müssten auch mal hin und wieder hier ein bisschen, ne? Ein bisschen bewässert werden, ein bisschen neu gesetzt werden, so. Dann verprasseln wir ja heute einfach mal alles. Also alles von den Medaillen will ich nicht verprasseln, also keine Sorge. Macht man sich natürlich auch insgesamt ein bisschen weniger Arbeit, muss man jetzt auch dazu sagen. Ich weiß nur nicht, was jetzt mit denen ist, die wir jetzt hier unten stehen haben, weil die wollten wir eigentlich nicht so stehen lassen. Deswegen will ich da jetzt auch keine Sprenkler unten drauf machen. Mhm. Hier überall... Das können wir noch nicht machen. Ich bin gerade am Überlegen, wo wir eventuell mal kurzfristig in Anführungszeichen. Wie viel haben wir denn von dem Mais? Ach, nur 45. So viel haben wir da gar nicht von. Oder warte mal, wenn ich das ein bisschen zur Seite stelle. Kann ich da noch eine neue Blume hinstellen? Da haben wir noch ein bisschen Platz dafür. Nur, dass wir die mal ein bisschen mitleveln können. Du bist schon wieder so ruhig. Du machst schon wieder irgendeinen Blödsinn. Ich weiß das. Ich bin hochkonzentriert am Abfahren. Jetzt steht in Amazon. Das stimmt doch gar nicht. Du stehst da auf dem Bambus. Du bist gar nichts am Abfahren. Und ich komme mal zum anderen Bambus. Ich weiß nämlich nicht genau. Könnte ich eigentlich nachgucken? Oh, nee. Wir brauchen dringend nochmal neuen Salat. Den habe ich, glaube ich, jetzt verkauft. So. Hallo, Erde an Epi? Ja, ich hatte gerade mal kurz Unterbrechung. Ja, das habe ich gemerkt. Du warst geistig komplett abwesend. Aber das bist du öfter, deswegen fand ich das jetzt nicht so wunderbar. Nein, ich war beim Junior. Der war gerade... Warte. Schlechte Nachricht. Ich hoffe jetzt nichts Schlechtes, was jetzt irgendwie unsere geistige Verfassung beeinflusst. Nee. So geht das nicht. Mach mal da weiter, sonst geht das hier nicht mehr. Was haben wir denn? Moment, wir gehen... Achso, die Fische sind... Wieso sind die Fische schon wieder voll? Wie soll ich das nicht mitbekommen? Da müssen wir wirklich mal gucken, dass wir die mal verbessern. Ich meine, wir brauchen zwar eigentlich die Edelsteine, aber wir müssen die echt mal verbessern, damit wir mehr von den Fischen reinkriegen. Wir schaffen das sowieso jetzt nicht in dieser Folge, weißt du? Da jetzt noch eine Erweiterung zu machen. Aber der Epi hat gesagt, wir können euch natürlich jetzt auch nicht komplett ohne Folgen zurücklassen. Und es geht halt nun mal nicht, das ist nun mal das Farmerleben, das ist sehr hart hier draußen, muss man dazu sagen. Es geht halt nun mal nicht, ja, ist doch so. Es geht halt nun mal nicht, dass wir in jeder Folge halt immer eine Erweiterung machen können. Und um das jetzt nicht zu unrealistisch zu machen, hat er gesagt,
müssen wir natürlich auch zwischendurch mal ganz normale Folgen machen, wie man dann wieder ein bisschen was am Machen ist. Oder wie man dann wieder guckt, dass man wieder neue Edelsteine erhält und so weiter. Weil es geht euch ja im Endeffekt nicht anders als uns. Also bei uns ist es jetzt mit der Farm natürlich noch ein Ticken schlimmer, sage ich mal, weil wir nicht regelmäßig reingehen, in Klammern können. Also können könnte ich theoretisch schon, aber ich habe halt dann doch irgendwie immer zu viel mit meinen anderen Farmen zu tun. Ja, aber das Blöde ist ja, du kannst sie nicht immer anmachen. Du kannst ja nur eine anhaben. Das heißt, ich könnte ja jetzt nicht reingehen, wenn du nicht irgendwo deinen Rechner anhast und da dran bist. Also, ne, das. Ich habe jetzt mal zweimal die Wolle mal erhöht, damit wir da mal ein bisschen mehr von verkaufen können. Ne? Weil die war auf Level 2. Das ist quasi nix. Nein! Wir haben immer noch nicht genug. Moment, dann schauen wir mal. Drei auf der Seite hinter mir, zwei auf der anderen Seite. Mal schauen, ob die irgendwas für uns hier umtauschen können, was wir brauchen. Komm. Geld hoch, Hände her. Ja, der Spruch war gut. Ich habe 5 Medaillen bekommen. Mal gucken, ob ich das nochmal machen kann. Hey, Alter. Geld hoch, Hände her. Nee, der will mir nur... Ja, aber nee. Das kann man sich auch recht schnell wieder reinfahren. Ja, ach nee. Oh, Edelsteine und Honig. Das ist gut. Das ist immer gut. Finde ich auch immer noch gut, obwohl man die Sachen selber machen kann, weil... Also noch habe ich es nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Das waren schon 3, ne? Aber ich habe immer noch die Befürchtung, dass das wohl später... extremer auch darauf geht, dass man die braucht, um die Geschäfte zu leveln und so. Also bisher habe ich nur die normalen Ressourcen gehabt, aber ich habe ein bisschen Angst davor. Deswegen möchte ich da auch so einen kleinen Puffer aufbauen. Dass dann mal die dumme Idee kommt, so nach dem Motto, ne? Wir wollen jetzt unbedingt, dass ihr das nutzt, deswegen machen wir das jetzt, damit ihr da eure Läden erhöhen könnt. Wenn du weißt, was ich meine. Mhm. So, guck mal, ich bin hier schon bei 2000. Ich habe hier fleißig, bin ich hier herumgeirrt in der Stadt. Ich habe meine Sehnenscheidenentzündung im linken Arm komplett versucht zu ignorieren, was nicht so geklappt hat, weil jetzt ist meine rechte Hand leicht taub und mein linker Arm tut mir einfach nur weh. Aber wir beißen die Zähne zusammen. Wir machen das alles für euch. Und deswegen will ich hier auch nicht klagen. Na, was habe ich gerade gemacht? Übrigens, ich habe eine Überraschung. Ich habe Lachseintopf für uns gemacht. Hm. Bestimmt lecker. Kann ich nichts zu sagen. Also meine Tochter isst immer nur Lachs. Ich esse irgendeinen anderen Fisch. Ich weiß gar nicht, was ich esse. Ich sehe nur die Verpackung. Weil den... Sie ist Seelachs, sie ist den anderen Lachs. Ist das Seelachs? Ich weiß es nicht. Doch ein Lachs? Nee. Ja. Quatsch. Doch, du hast den weißen. Echt? Auf jeden Fall esse ich den am liebsten mit Zitrone obendrauf. Einige werden mich jetzt dafür töten, für diese Aussage, nehme ich mal an. Aber ich liebe es, es schmeckt unheimlich lecker. Und dann einen leckeren Salat dazu. Ach ja, sollte ich auch nochmal machen. Da fällt mir ein, wir haben jetzt über 2000 Edelsteine. Du hast mir immer noch nicht gesagt, was du hier oben für einen Quatsch machen wolltest. Habe ich schon gemacht, ganz heimlich. Und du hast es nicht gesehen und wirst es auch nie sehen, weil du es nicht findest. Ach, da hinten. Ich dachte, du wolltest das hier vorne hin machen. Ist das... Da müssen wir auch noch eine zweite hier hin machen, oder? Das sind dann die Enden, die über die Enden... Kannst du hinmachen, wo du willst. Die Enten schauen, so. Warte mal. Ach, deswegen hast du auch gesagt, ja stimmt, das kam erst sehr hoch, glaube ich, mit dem Rosan. Ach da. So. Und da. So. Es passt doch schön. Ich habe da aber gerade noch irgendwas gesehen. Was habe ich denn hier gerade gesehen? Ach, das hatte ich gesehen. Die Frage ist nur, passt das hier noch irgendwo hin? Hast du jetzt einen zweiten noch hingemacht? Nein.
Du Verschwenderin. Du hast wieder 120 umsonst Tage verschwendet. Nee, ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich bin gar nicht in der Gegend hier. Ich bin nämlich hier die Bäume am Machen. So. Ich mach die Bäume. Die sind aber schon alle gemacht irgendwie, warte mal. Ach, da hinten links kann ich noch was. Genau. Sagt er zu mir, sagt er Verschwenderin, ne? Aber hier die ganzen Äpfel, wir hatten keine Ahnung, wie viel 100 Äpfel da drin. Hat er alle verballert, um diese dämliche Marmelade zu machen. Und dann konnte ich noch nicht mal mehr ein Bild machen, wo ich 20 Äpfel für gebraucht habe. 20 Äpfel. Und wir haben einen Stock von 810. Jetzt sind die Fische schon wieder voll. Wieso sind die jetzt schon wieder voll? Weil ich eben abgefarmt habe. Oh. Wieso? Moment, dann mache ich die Bäume hier eben. Oder du gehst die mal eben machen. Eins von beiden. Nee, wo hast du denn die Nüsse hingetan? Die müssen wir leveln. Wo sind die Nüsse drin gewesen? Süßigkeiten? Das war doch so ganz komisch eingeordnet irgendwie. Wieso müssen wir die Nüsse leveln? Damit wir die nächsten Bäume auch kriegen. Ach, du redest jetzt nicht von dem Shop. Redst vom Walnussbaum oder von was redest du jetzt? Ja. Der ist doch gerade gar nicht aktiv. Der ist Level 20. Doch, ich bin doch schon dran. Ich sag doch, der ist Level 20, aber jetzt ist er Level 21. Ja, ich habe mich jetzt auf die Bäume erstmal hier unten gestürzt, damit die so alle hintereinander gemacht werden erstmal. Weil wir müssen ja alle so ein bisschen, ne? Ich bin hier gerade wieder die Birnen am Holen, damit du die wieder mit 3 Klicks hier wieder verballern kannst gleich. Ey, was hast du denn hier gemacht? Hat das einen besonderen Grund? Ja. Das hat der Epi nur für mich gemacht. Das sind die 2 Erdbeersträucher, die uns repräsentieren. Der eine, das ist gar kein Erdbeer, der eine rote Maulbeerbaum wegen dem Maulen, das ist der Epi. Und der andere rote M-Punkt-Baum, das bin ich. Ah, oh, das ist aber schön. Vielen Dank, Schatz. Und jetzt zerstört er die. Der hat einfach vor laufender Kamera mit uns Schluss gemacht hier. Ich tritt hier in deinen kleinen pelzigen Hintern. Bleib stehen. Also ich fahr dir. Ich tritt nicht. Ich bin weg. Das erinnert mich an Manta Manta, was wir zuletzt geguckt haben. Ach, du bist im Labyrinth. Da hole ich dich ein. Warte. Der fährt... Oh, warte mal. Hier kann man gar nicht so schnell... Man kann schneller laufen. Wetten, der Epi macht jetzt hier gleich irgendwo ein Feld hin. Da. Ich hab dich. Oh, ich bin vors Würstchen gelaufen. Ich hab dich! Ich hab dich! So, guck mal, die können wir auch mal eben abernten hier. So. Es war jetzt unheimlich wichtig, die abzuernten. Komm mir jetzt ein Würstchen. Ja, du holst den Würstchen. Das ist so gut gemacht. Den Witz hab ich auch verstanden. Es hat lange gedauert, aber du hast ihn verstanden. Hä? Ja, ich bin weg. Nee, ich hab nur gesehen, ich kann die Dings wieder abernten hier. Die für die Quest. Aber wir brauchen noch Doktorfische, aber die brauchen noch ein bisschen, glaube ich. Was machen wir denn jetzt hier mit den Kühen überhaupt? Setzen wir da jetzt so ein Teil rein? Also, oder anders gefragt, setzen wir das bei allen Tieren rein? Weil die sind natürlich auch nicht gerade so günstig, ne? Irgendwie. So ein Futtertrog. Ja. Ich würde es machen. Also zumindest so nacheinander. Ja, wollte ich gerade sagen, so nach und nach, dass wir die dann immer da reinsetzen, ne? Ja, da ich würde das dann nur noch bei den Neuen machen hinterher. Ich wollte gerade sagen, ich würde dann bei den Kühen aber mit den Neuen erstmal anfangen, weil wir die ja leveln müssen, glaube ich, für die nächste Kuh. Weil da brauchen wir die ersten, glaube ich, nicht mehr für. Hä, wieso sind das jetzt so viele? Ich habe uns Medaillen geholt. Ich habe uns nochmal Medaillen geholt, weil ich 20, ich habe die Marmelade verkauft. Dann habe ich 20 Medaillen für gekriegt. Hä? Was? Du machst jetzt nicht die super langwierige Marmelade und verkaufst die jetzt, um Medaillen zu holen. Bist du dann bescheuert? Aber hin und wieder. Ja, der war fast voll. Das macht ja keinen Sinn. Dann kann ich nichts mehr rausnehmen. Wir haben 340 Marmelade. Also können wir machen. Was ist denn daran voll? Wir haben jetzt 13. Ja, das reicht doch. Willst du mich hier irgendwie veräppeln? Was redet der denn hier für ein Quatsch? Oh Gott. Ich weiß langsam. Jetzt wisst ihr zumindest, warum der mich hier komplett
komplett Beschugger macht. Also auch privat, ne? Also das... Wie viel haben wir denn jetzt da? So, die letzte Kuh habe ich schon mal. Dann mache ich das bei den Enten auch mal eben. Bei den Enten mache ich das aber irgendwo hier am Eingang, oder? Das sieht dann so aus, ob man da reingeht zu den Enten und dann... So. 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 Und so. Und so. Moment, da haben wir... Vielleicht auch so. Oh, wir müssen dringend Weizen oder... Also Weizen irgendwie holen, so. Das hieß jetzt so viel wie kümmer dich darum, weil ich muss hier noch so ein Ding hinsetzen. Irgendwas muss der Epi sich ja auch mal kümmern. Aber was mache ich hier eigentlich mit den Enten? Soll ich das so lassen oder soll ich da Grün drunter machen? Also so Rasen. Also ich habe noch keine Enten gesehen, die durch den Schlamm wandern, deswegen... Hallo? Ja, dann Epi. Hallo? Hallo? Kannst was? Du mir mal antworten? Nein, was denn? Ja, ich merk's. Ich habe dich jetzt mehrfach gefragt, vorhin nämlich auch schon mal, ob ich jetzt hier Grün runtersetzen soll unter den Enten. Ja, das habe ich doch vorhin schon gesagt. Ja, das sieht besser aus. Hast du nicht gesagt. Oder vielleicht doch, das weiß ich nicht. Aber dann ist das schon viel zu lange her. Das wird sein. So. So. Und dann bei den Kühen. Sollen wir die Kühe nicht auch auf die Felder setzen, ja? Die armen Kühe. Ja, das sieht doch viel, normaler aus, so. Also, klar, wenn die das was hast du denn hier gemacht? Hast du die eine Kuh hier verschmäht, oder was? Wieso hast du die nicht mit abgeerntet? Hm. Arme Kuh, die kann doch nichts dafür. Ja, da würde ich zu Recht mut ihr da gerade den Epi aus. Kann ich doch nicht einfach so eine einzige hier nicht abfarmen. Das geht doch nicht. Schweine. Gut, bei den Schweinen kann man das so lassen. Finde ich erstmal. Dann, der braucht Wasser, so wie es aussieht. Das zeigt mir aber nicht an, dass es dadurch schneller wird. Das finde ich auch immer so komisch, wenn du da mit dem automatischen Modus hier drüber gehst. Dann hätte doch eigentlich zeigen müssen, dass es schneller geht. Ich weiß es nicht. Manchmal verstehe ich es nicht so richtig. Keine Ahnung. Was macht der Epi denn hier schon wieder? Der ist jetzt im Haus drin? Nein, ich war außen im Haus. Ich war im Haus und jetzt bin ich außen. Ich bin mir nicht sicher. Du machst doch wieder irgendeinen Quatsch. Nein, ich habe fertig. Du hast fertig mit Quatsch machen. Genau. Aha. Wieso ist hier hinten eigentlich noch ein... Hier hinten sind noch... Ah ne, das sind Hühner. Was ja, Glück gehabt, ich sag ja, eigentlich Schwein hätten gehabt. Wir die Hühner unten Schwein hinsetzen gehabt. Müssen. Nein, hätten wir nicht. Nee, dann hättest du sagen müssen, Huhn gehabt, nicht Schwein gehabt. Aber vom Markt gesehen, der kam flach, aber der kam. Komm, gib's doch einfach zu. Ja, zu flach. Ja. So ähnlich wie Thor Love and Thunder. Der kam so flach, dass ihn keiner gucken wollte irgendwie. Was ich absolut nachvollziehen kann, weil... Sorry für alle, die es anders sehen, aber aus einem Superhelden ein olles Waschweib zu machen und dann am Ende ein bisschen die Kurve zu kriegen, aber es doch irgendwie nicht besser zu machen, kommt einfach nicht gut an. Um es mal so vorsichtig auszudrücken. Also ohne jetzt irgendwie darüber zu diskutieren, ob das jetzt toll oder nicht toll war, dass da halt noch eine Frau dabei war. Da sage ich überhaupt nichts gegen. Aber ja, dadurch muss man ja aus ihm keinen Pantoffel und Bademantel tragenden Schluppi machen. Ne? Du weißt, was ich meine. So, jetzt habe ich meine Meinung gesagt. Jetzt kriege ich wieder ganz viele Daumen nach unten für diese Folge. Das ist immer so. Deshalb, immer wenn ich meine Meinung sage, kriege ich auf einmal eine Welle von Daumen nach unten. Darfst du eben nicht sagen. Ja, das ist mir aufgefallen. Deswegen halten nämlich auch viele die Klappe darüber, was sie wirklich denken. Wenn man so privat mit den Leuten redet, dann sagen die nämlich,
das, was man schon denkt. Und wenn man das so verfolgt, was die so machen oder was die, ja, was sie halt nicht sagen, sage ich jetzt mal bewusst. Ja, also es ist schon sehr eindeutig, weshalb sie es nicht machen, sagen wir es mal so. Aber ich bin ein ehrlicher Mensch, ich kann meine Klappe nun mal nicht halten, was das betrifft. Außerdem ist die Folge eh jetzt schon so gut wie vorbei und bis hier hat wahrscheinlich eh keiner mehr geguckt. Wenn doch, dann schreibt doch mal unten einfach einen Kommentar rein, meine Meinung. Dann weiß ich, dass ihr bis zum Ende von der Folge geguckt habt. Das wird mich mal interessieren. Wer jetzt überhaupt noch dran geblieben ist. Also, vielleicht schreibt auch nicht jeder, der noch dran geblieben ist, aber es wird mich wirklich mal interessieren. Schreibt einfach einen Kommentar, meine Meinung. Oder schreibt auch gerne eure Meinung dazu. Das ist auch okay, weil hier wird keiner ausgegrenzt, hier wird keiner ausgeschlossen. Jeder darf seine eigene Meinung haben. Außer der Epi natürlich, der nicht. Nee, der durfte das noch nie. Oh. Boah, ey. So, warte, ich mache jetzt noch eben hier die... Ah ja, gut, die kann ich ja sowieso in jeder Jahreszeit, aber egal. Das sind nämlich die, die immer so lange, glaube ich, auch brauchen. 12 Stunden, die Auberginen, kann das sein? Ja, okay, es sind mit Bewässerung 9,5 Stunden, aber ich glaube, es sind 12 Stunden ohne Bewässerung. Ich bin mir nicht sicher. Ja... Wir reden jetzt noch mal 15 Sekunden ein bisschen hin und her, in der Hoffnung, dass ich mich dann im Hellen noch von euch verabschieden kann. Das sind die Lilanen, die passen nicht. Ja doch, es wird gerade schon ein bisschen heller, oder? Man kann ein bisschen was sehen. Man kann ein bisschen was sehen. Juhu. Oh Gott, Hilfe. Man kann mich wieder erkennen. Der Epi ist jetzt leider nicht da, aber der ist ja irgendwie nie da. Der ist immer, der hat ein Lotterleben hier auf der Farm, der macht nichts, der muss nur dekorieren. Ich mache hier das Ganze drumherum. Ja, 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 ja. Ich muss hier immer meine alten Sonntagsklamotten anziehen, muss die Tiere füttern und... Die hat alles schwarz gemacht. Ist? Bei den Hühnern hat sie alles schwarz gemacht. Hä? Wovon redest du? Nein. Ja, ich stehe nämlich hier gerade bei den Hühnern, deswegen bin ich jetzt noch verwirrter, was du jetzt da gerade von mir gibst. Also, ihr könnt im Hintergrund zumindest das Level und den Namen vom Epi sehen, da der ja nicht jetzt nach hier kommen möchte, um sich mit zu verabschieden. Das war jetzt ein Wink in deine Richtung. Du könntest ja noch mal mit ins Bild kommen, nur mal so am Rande. Nein, da muss ich ja dahin fahren. Ja, das ist doch ganz toll. Du könntest ja auch hier hinkommen. Ihr könnt sie hinporten, dann sind wir bei den Hühnern. Der Epi hat einfach keine Lust. Na gut. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier schon die letzte Folge ist, bevor er jetzt weg ist, oder ob wir danach noch eine aufnehmen, müssen wir gleich mal besprechen. Ah, da kommt einer von hinten. Boah, das war ein Unfall! Unfall! Fahrerflucht! Findet den Kerl! Buchtet ihn ein! 50 Jahre! So geht das nicht! Ja? Was stehst du hier und machst hier eine Foto? Ihhh, dein Kopf sieht von innen irgendwie seltsam aus. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen mehr rauszoomen. Vielleicht sieht das besser aus. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen einfach viel zu viel Blödsinn. Wir sind einfach noch gut drauf. Und ich bin dann nachher gut drauf, wenn der Epi sagt, jetzt gibt's kein... schlecht drauf, meine ich. Wenn der Epi sagt, jetzt gibt's keine Folge mehr. Jetzt muss ich ins Bettchen. Und dann muss ich los. Ins Bett. Aber mal gucken. Ja. Vielleicht können wir ja noch an einem Tag was aufnehmen. Das kommt ein bisschen auf den Kopf vom Epi an, weil der macht mir nämlich meine Migräne in letzter Zeit zu häufig nach. Und ja, da müssen wir mal ein bisschen gucken. Das ist ansteckend, glaube ich. Das ist gar nicht mal so verkehrt, weil wir tatsächlich seit mehreren Generationen, also zumindest weiblicherseits in unserer Familie, richtig heftige Migränepatienten sind. Deswegen, ihr kennt das ja sicher schon von anderen Folgen, wenn ich da, gerade bei Teso habe ich auch öfter gesagt, ich kann nicht mehr richtig lesen, weil ich sitze hier gerade und bin mit Migräne am Aufnehmen. Es ist was, was die einen sagen, was ich nachvollziehen kann, weil sie es selber haben. Die anderen sagen, sie können es gar nicht nachvollziehen, weil sie es noch nie hatten oder nur Kopfschmerzen hatten. Und Kopfschmerzen, sorry, sind nicht im Ansatz mit Migräne zu vergleichen. Deswegen, ja, wenn man nur noch... Nee, das kann ich bestätigen. Wenn man nur noch da liegt und dann alles dunkel haben kann und eigentlich nirgendwo mehr, ganz blöd gesagt, am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann in dem Moment. Das ist, ja, nicht schön. Aber wir boxen uns immer wieder da durch. Also ich boxe mich durch und der, ja gut, der Epi auch so ein bisschen. Heute auf jeden Fall, weil heute geht es ihm auch nicht so gut. Ich wollte gerade jetzt ein trauriges Gesicht machen. Das kann man mit dem... Warte, du kriegst ein Kistchen dafür.
kriegst einen... Ich box dich da durch, genau. Ich mach dir nochmal den Hut richtig. Und dann gibt's ein Küsschen dafür, dass du trotz deines Kopfes noch mitgekommen bist und noch was auf. Ich bin aus Versehen ins Menü reingegangen. Weil wir machen das anders, damit es am Ende schön aussieht, machen wir den Fotomodus. Jetzt haut er mir auch noch auf den Kopf. Jetzt muss ich endlich ausschalten. Ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge, wann auch immer sie jetzt kommen wird. Ich kann es euch noch nicht sagen. Ja, ihr wisst ja, der Epi und so. Alles der Epi schuld. Hörst du mal auf, mir an die Brüste zu fassen hier? Nein. Also jetzt wird's nicht jugendfrei, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Das war der Falsche. Der wollte ich ja nicht. Ich geh weg. Ich glaube wirklich, der hat einen richtig heftigen Kopf heute. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.